So, und jetzt kommen wir zu Andreas und Frank, die mal zur Abwechslung keinen Beamer brauchen, sondern einen Tageslichtprojektor. Bitteschön. Ja, herzlichen Dank, hochverehrtes Publikum, liebe Wissbegierige. Es gibt für uns Wissenschaftler viele, viele kleine, nervige Fragen, mit denen wir uns das ganze Leben rumärgern. Und dann gibt es auch ein paar ganz, ganz große Fragen. Die stellt man sich meistens nur ganz am Anfang der Karriere, wenn man noch jung und dumm und naiv ist und glaubt, man kann sie beantworten. Und ganz wenige trauen sie sich ganz am Ende der Karriere auch nochmal zu stellen. Wir beide haben jemanden kennengelernt, durften jemanden kennenlernen, der sich das getraut hat. Günther Tembrock, der uns stark geprägt hat. Und Günther Tembrock sagte: Das ist Leben. Das Leben ist dadurch charakterisiert, dass es eine Komponente hat, die wir bei Menschen Bewusstsein nennen. Das ist bei einer Amöbe noch ein bisschen anders wie bei Menschen natürlich, aber ich könnte von einer Amöbe beschreiben, wie diese kriecht, im Wasser kriecht und so weiter, um eine Beute zu kriegen. Und dann schwimmt sie immer hin und her, versucht es zu packen, kriegt es nicht, nochmal wieder rum und so weiter, bis es nach mehreren Wendungen schließlich endlich das gefasst hat und als Vakuole einschließen kann und verzehren kann. Das heißt also, hier sind auch zwei völlig verschiedene Elemente drin enthalten, nämlich die Motivation. Was ist das? So eine Amöbe hat also sowas wie ein Bewusstsein. Alte Männer erzählen ja manchmal komische Sachen und alte Wissenschaftler auch. Aber Günther Tembrock war nicht irgendjemand. Er war einer der größten Verhaltensbiologen der Welt. Am Ende seines Lebens hat er so viel vergessen über das Verhalten von Tieren, wie wohl nie wieder ein Mensch überhaupt je wissen wird. Also man sollte ihn nicht einfach ignorieren. Wir hatten das große Glück, Günther Tembrock, der in diesem Jahr im schönen Alter von 92 Jahren gestorben ist, kennenzulernen. Und Günther Tembrock hat mit uns ein echt interdisziplinäres Team zusammengeschweinst. Frank Kasper ist Germanist und Kulturwissenschaftler, freier Radioautor und er lehrt an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Ich, Andreas Wessel, bin Biologe, Schüler von Günther Tembrock, einer der letzten oder der letzte wahrscheinlich überhaupt. Und ich lehre an der Universität Siegen und ich beschäftige mich unter anderem auch mit seinem Werk und baue hier in diesem Haus ein Günther Tembrock-Archiv auf. Und wir wollen erklären, warum er so faszinierend für uns ist. Günther Tembrock hat sich sein ganzes Leben lang mit den kleinsten Details des Verhaltens von Tieren beschäftigt, mit allen möglichen Tieren. Der Rotfuchs, das war sein wichtigstes Tier. Und immer wieder kam er auf einen Begriff, Information. Das Zauberwort. Was ist Information? Und Günther Tembrock hat einen Begriff geprägt, Informationswechsel. In Analogie zum Stoffwechsel. Wir sind mit der Umwelt über Stoffwechsel verbunden. Wir stopfen Dinge in uns rein, verdauen die, verarbeiten die und irgendwo kommt es dann auch wieder raus. Mit Informationen genauso. Wir nehmen Informationen auf aus der Umwelt, wir verarbeiten sie, wir geben sie wieder ab. Das nennt man Verhalten. Aber wo kommt die Information denn her? Die liegt nicht irgendwo rum, wir können die einfach nicht irgendwo finden und auffressen oder so. Information muss erzeugt werden. Und das war die Erkenntnis von Günther Tembrock, nur Lebewesen können Informationen erzeugen. Sie nehmen etwas wahr, sie erzeugen etwas, was vorher nicht da gewesen ist und können es auch wieder abgeben. Und mit der Abgabe von Informationen können sie auch kommunizieren zum Beispiel. Und nur Lebewesen können kommunizieren. Nichts anderes auf dieser Welt kann kommunizieren. Er hat auch einen Begriff dafür geprägt, Biokommunikation. Günther Tembrock war der Erste, der das so nannte. Und er saß nicht irgendwer, war kein Stubenhocker oder irgend sowas und hat einfach nur darüber nachgedacht. Günther Tembrock ist rausgegangen ins Feld und hat sich mit einer ganz, ganz speziellen Kombination, mit einer ganz speziellen Art von Kommunikation beschäftigt, nämlich der Bioakustik. Auch das ist ein Begriff, den er geprägt hat. Und er war da nicht wählerisch. Er hat sich mit dem Trommeln der Käfer beschäftigt, mit dem Lachen der Hyänen, mit dem Jodeln der Wölfe, alles, was es so gibt. Und es gibt wohl keinen Menschen auf der Welt, der mehr Tierstimmen aufgenommen, analysiert und gesammelt hat, wie Günther Tembrock. Und hier in diesem Haus, im Museum für Naturkunde, bewahren wir das größte systematische Tierstimmenarchiv der Welt. Das ist sein Werk, was er uns hinterlassen hat. Er war ein manischer Sammler. Ich habe ihn nie gesehen, auch als er schon über 90 war, ohne immer einen Tonbandrekorder über der Schulter. Und sobald irgendwas fiepte oder trommelte oder irgendwelche Geräusche machte, zack, hat er draufgehalten. Über 130.000 Aufnahmen hat er gemacht. Günther Tembrock war auch selbst ausgebildeter Sänger. Er hat überhaupt keine Scheu, Natur und Kultur zusammenzubringen und hat auch gerne sich mit Musik und dem Zusammenhang von Musik und den Geräuschen der Tieren beschäftigt. Wir hatten mal einen Musiker hier, der hat also versucht, Tierstimmen in Beziehung zu setzen zu Intervallen der Tonarten des Menschen.
und fand also bestimmte Töne genau in diesen, wenn so halbwüchsige Schimpansen rumhängeln, dann geben sie einfach so aus Jux Laute, die haben keine eigentliche Funktion. Und irgend sowas. Also in dieser Art. Und das hat er mitgespielt. Das wollte man mit dem Klavier vergleichen. Das heißt also auch diese große Quelle, diese immense Quelle der Humanevolution ist natürlich die Stimme und die Sprache vor allem. Das hat Wurzeln. Das hat Wurzeln. Und Günter Tabermock hat sich nie gescheut, den Menschen auch mal als Tier, Mensch zu betrachten und zu gucken, was macht eigentlich und was machen unsere biologischen Wurzeln mit uns, die 4 Milliarden Jahre, die uns in den Knochen stecken oder besser auch im Hirn stecken. Und er hat sich damit beschäftigt natürlich, wo kommt unsere Sprechstimme her, unsere Singstimme, wie ist das Ganze entstanden, unsere Sprache. Aber er hat auch versucht, über alle Disziplinengrenzen hinweg, er hat die vollkommen ignoriert, es war ihm vollkommen egal, wo das herkam, aus der Psychologie, aus der Biologie, auch aus der Physik hat er sich natürlich Erkenntnis angeeignet, in ein großes Modell zu integrieren. Und er sprach dann immer von dem Menschen als der biopsychosozialen Einheit. Schönes, langes Fremdwort. Was er damit aber meinte mit der biopsychosozialen Einheit, war nicht einfach, dass da ein bisschen Bio ist, da kommt ein bisschen Psycho drauf, da kommt ein bisschen was Soziales, dann haben wir einen Menschen. Nein, er hatte ein Modell, und da gibt es wieder ein schönes Fachwort dafür, er hat ein hierarchisch entkapptisches System dafür entwickelt. Klingt jetzt total gelehrt, ist auch schön, wenn man es so rausbringt, aber wir haben gedacht, das kann man auch viel einfacher schreiben, er hat das Schüsselmodell entwickelt. Und bei dem Schüsselmodell meinte er, wir haben eine untere Ebene, die große Schüssel, da steht ein B drauf. Das ist die biologische Wurzel, unsere biologische Bedingtheit. Da kommen wir nicht drum rum. In dieser Sphäre stecken wir drin, mit allem, was wir tun und was wir sind. Wir sind biologische Wesen mit diesen unglaublich tiefen Wurzeln. Und da drin hat sich dann etwas anderes entwickelt, etwas Neues, die psychische Sphäre. Das heißt nicht, dass wir da keine biologischen Wesen mehr sind, wenn wir eine Psyche haben. Das wird aber alles eingebunden in einen neuen Systemzusammenhang. Andere Randbedingungen. Man kann es nicht erklären aus dem Biologischen. Das Biologische wirkt aber weiter. Und dann natürlich gibt es noch die soziokulturelle Sphäre. Und nur wenn wir diese ganzen Schüsseln zusammen betrachten, in ihrer Evolution, aber auch in der Individualentwicklung von uns allen, dann können wir vielleicht verstehen, wo wir Menschen herkommen. Und das Schüsselmodell, das ist ein Werkzeug. Es ist ein, nicht mehr als ein Denkwerkzeug für uns, mit dem wir es aber schaffen können, die starren Disziplinengrenzen aufzulösen. Denn darunter leiden wir manchmal auch als Wissenschaftler. Was bist du? Du bist Psychologe, du bist Biologe, du bist Kulturwissenschaftler. Du darfst darüber gar nicht reden, du hast überhaupt keine Ahnung davon. Die Menschen sind aber nicht so. Wir sind biopsychosoziale Wesen. Wenn wir begreifen wollen, wo unsere Potenziale liegen, was wir mit uns anstellen können, wie wir unsere Probleme lösen können, müssen wir wissen, wo wir herkommen. Müssen wir schlicht und einfach wissen, wie wir ticken. Günter Tabermock hat uns da einige schöne Anregungen gegeben. Und vielleicht schaffen wir es, in Fortsetzung seines Werkes, die für ihn unselige Kluft zwischen Natur- und Geisteswissenschaften zu überbrücken. Das letzte Wort hat nochmal Günter Tabermock. Die Motivation, was ist das? Ich könnte von einer Amöbe beschreiben, wie diese kriecht, im Wasser kriecht und so weiter, um eine Beute zu kriegen. Und dann nach mehreren Wendungen schließlich endlich das gefasst hat und als Vakuole einschließen kann und verzehren kann. Das heißt also, wenn wir heute Leben definieren, das Leben ist dadurch charakterisiert, dass es eine Komponente hat, die wir bei Menschen Bewusstsein nennen. Da ist es schon drin. Also wo überhaupt Leben ist, gibt es das auch. Alles gut, euer Applaus.